und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Von Preußenkönig Friedrich I. wurde es in Auftrag gegeben, dann nach Russland verschenkt, im Zweiten Weltkrieg gestohlen und seitdem gilt es offiziell als verschollen. Geschichtsinteressierte wissen vermutlich sofort, um was es geht, um das legendäre Bernsteinzimmer. Seit 2003 gibt es in St. Petersburg einen Nachbau. Was mit dem Original passiert ist, weiß keiner. Es gibt viele Theorien dazu, unter anderem auch von zwei Landkreisbewohnern. Als Schatzsucher lassen sich Erich Stenz aus Neumarkt und Georg Mederer aus Velburg ungern bezeichnen. Allerdings verfolgen sie seit langer Zeit die Spuren eines Schatzes. Stenz erfuhr von einer Augenzeugin, die in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges im tschechischen Schloss Friedland wohnte. Hier sollen über 2 Wochen lang SS-Soldaten geheime Kisten im Kellergeschoss eingemauert haben. Ja, wir haben fast 10 Jahre ermittelt, wurden angelogen von entsprechenden Stellen und haben entschieden, dass das bekannt werden muss. Am Montag präsentierten die beiden Landkreisbewohner ihr neues Buch in Neumarkt. Ihre Behauptung? Die Nazis haben milliardenschwere Kunstschätze im Schloss versteckt, darunter auch das legendäre Bernsteinzimmer. Stenz und Mederer befragen Augenzeugen, treiben Dokumente auf und führen auf eigene Kosten Mauerwerkuntersuchungen durch. Viele Puzzleteile scheinen sich zusammenzufügen. Irgendwann blockt die tschechische Regierung aber weitere Untersuchungen ab. Das hat uns ja motiviert, weiterzumachen. Uns ist klar, warum man keine Spezialisten und Experten zulässt, um eine Überprüfung auf dem Schloss durchzuführen, weil man mit Sicherheit Reste im Rahmen einer Analyse durch Experten findet. Die Einrichtung des Bernsteinzimmers würde man aber nicht mehr dort finden. Diese befindet sich laut Stenz und Mederer inzwischen in Russland. Es ist alles komplett, weil es waren ja nur 27 Kisten nach St. Petersburg gebracht worden. Dort, so die These der Autoren, ist es im Katharinenpalast ausgestellt und wird als Nachbau ausgegeben. Ja, wir haben schon in der russischen Botschaft angefragt, aber wir haben nie eine Antwort bekommen. Und normalerweise so viele Bernsteine mit Originalen, ne, Größen und jeder Bernstein hat doch ein anderes Format, kann man nicht machen. Also es ist das Original. Auf 120 Seiten präsentiert das Buch Puzzleteile, welche die Theorie untermauern sollen. Dass auf Schloss Friedland etwas versteckt wurde, wirkt durchaus vorstellbar. In den späteren Kapiteln präsentieren die Autoren dann aber Indizien, die beim Leser den Eindruck hinterlassen, dass sie in dieses Puzzle passen könnten, aber genauso gut in ein anderes Puzzle. Das lässt die Glaubwürdigkeit sinken. Und die alles entscheidende Frage bleibt auch ungeklärt. Warum sollte Russland als Eigentümer des Bernsteinzimmers das Original als Nachbau verkaufen? Umgekehrt würde wohl mehr Sinn machen. Ich denke, dass die russische Regierung ein Problem hat. Vielleicht ist das Ganze im Zuge einer Verschwörung passiert. Vielleicht sind noch andere Politiker, Regierungen beteiligt. Und es wäre so einfach zu sagen, wir haben das rausgeholt, es gehört Russland. Ja, und das als Nachbildung anzubieten, das ist für uns nicht nachvollziehbar. Da diese entscheidende Frage unbeantwortet bleibt, ist das Buch empfehlenswert für Krimi-Fans und Leute, die gerne puzzeln. Aber nichts für alle, die ein komplettes Bild bevorzugen. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Umgebung haben wir jetzt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Vergangene Woche wurde das IHK-Gremium Neumarkt neu gewählt. Die wiedergewählte Vorsitzende ist Susanne Horn. Ihre Stellvertreter sind in den kommenden 5 Jahren Ursula Hammerbacher, Josef Achatz, Gerd Ortner und Christian Petter. Das Neumarkter Gremium sieht die Digitalisierung der Arbeitswelt als eine der wichtigsten Herausforderungen. Außerdem ist ein verstärktes Standortmarketing geplant. Die Attraktivität des Landkreises soll noch mehr beworben werden.
Drei Monate lang war die NM4, welche unter anderem Neumarkt und Deining verbindet, gesperrt. Ein 2 Kilometer langer Abschnitt von der Heiligkreuzkirche bis zur Kreuzung der Staatsstraße wurde für rund 770.000 Euro erneuert. Unter anderem wurde der Oberflächenkanal saniert und die Griffigkeit der Fahrbahn verbessert. Mit einer steigenden Verkehrsbelastung von 4.300 Fahrzeugen am Tag war die Sicherheit an der Steinbergstrecke nicht mehr ausreichend. Am Montag dieser Woche wurde der Chefarzt der neu gegründeten Abteilung Notfallzentrum am Neumarkter Klinikum vorgestellt. Dr. Harald Hennig wurde 1974 geboren, ist Facharzt für Anästhesiologie und verfügt über Qualifikationen im Bereich Notfallmedizin. Die neue Abteilung war laut Klinikumsleitung nötig, da in der bisherigen Notaufnahme die Zahl der Patienten zuletzt stark anstieg. 2017 lag sie bei 30.000 Menschen. Ziel ist es, an 7 Tagen in der Woche Facharztqualität bei der Behandlung von Notfällen sicherzustellen. Und diese Themen haben wir nach einer ganz kurzen Werbepause für Sie. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und in dem neuen Stück der Neumarkter Schlossspiele geht es dann auch um den kritischen Blick in den Charakterspiegel. Außerdem, Freistadt lud wieder zur Freinacht. Das hieß Shoppen, bis es dunkel wird und kulinarische und kulturelle Genüsse. Das und mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran. Die BGN Gleichach mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BGN Gleichach, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Plan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen 4 Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter. Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glas Götz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Einkaufen. Über 50 Shops mit bekannten Marken. Trends aus Mode, Technik und Lifestyle. Leben. Events für die ganze Familie und günstige Parkmöglichkeiten. Genießen. Vielfältige und gehobene Gastronomie, komplett barrierefrei. Neuer Markt. Das Stadtquartier im Herzen von Neumarkt. Harmonika, das steht für Harmonie und Lebensfreude. Der ambulante Pflegedienst betreut Patienten ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen. Heike Hengel-Schweiger und ihr kompetentes Team beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch, damit die Einsätze ohne Zeitdruck organisiert werden können und die Pflegekräfte jedem Patienten die Aufmerksamkeit geben, die er braucht. Für eine Umarmung ist immer Zeit. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Schnäppchenmarkt am 7. Juli in der Neumarkter Innenstadt. Ab 9 Uhr erwartet alle Schnäppchenjäger wieder eine große Auswahl toller Angebote und satter Rabatte. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Willkommen zurück. Der Spiegel spielt in so mancher Erzählung eine wichtige Rolle. Man denke nur an das Märchen von der Schönsten im ganzen Land. Um das Spiegelbild im charakterlichen Sinne geht es auch in dem neuen Stück der Neumarkter Schlossspiele. Der Alpenkönig und der Menschenfeind feierte am Wochenende Premiere. Astragalus und Rappelkopf. Der eine der König der Alpen. Der andere ein Misanthrop, der sich von der Menschheit betrogen fühlt. Beide treffen im aktuellen Bühnenstück der Schlossspiele Neumarkt aufeinander. Innerlich zerfressen, tyrannisiert der vermögende Gutsherr seine gesamte Familie und Dienerschaft. Er verbietet sogar seiner Tochter die Liebesbeziehung zum Künstler August. Und es bekommt dann der Alpenkönig mit. Also es ist auch ein poetisches, romantisches Zauberspiel.
Und der beschließt dann, dem Liebespaar zu helfen und dem Rappelkopf einen Spiegel vorzuhalten. Sprich, der Alpenkönig übernimmt den Charakter von Rappelkopf und dieser darf seine unausstehliche Persönlichkeit aus Sicht seines Schwagers erleben, in den er sich verwandelt. Und es ist halt schon interessant, die zwei verschiedenen Charakteren zu spielen. Einmal den Bösewicht und dann den etwas anderen Mann, der dann sieht, wie der Rappelkopf eigentlich in Wirklichkeit ist. Aber auch dem Zuschauer liefert Ferdinand Raimund Stück, der Alpenkönig und der Menschenfeind aus dem Jahr 1828, eine Lehre, frei nach dem Motto: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Das Schauspiel ist noch bis zum 28. Juli auf der Wiese neben dem Amtsgericht zu sehen und bietet neben viel Witz auch Tiefgang und fantastische Elemente. Das Schöne an dem Stück ist, dass so die Wirklichkeit und diese Märchenwelt zusammenkommen. Und wir versuchen das natürlich auch auf der Bühne ein bisschen einzufangen. Es gibt da ein paar Pyro-Effekte und versuchen das Ganze auf dieser Wiese, die ja sehr malerisch ist, mit unserer Kulisse, auch mit dieser Bergwelt, dem Ganzen Rechnung zu tragen. Trotz der überirdischen Wesen und märchenhaften Szenen verliert das Stück nichts an seiner Aktualität. So manchem Tyrannen von heute würde ein kritischer Blick in den Spiegel sicherlich guttun. Ob es dabei allerdings zu einer Besserung käme, wie im Stück, das ist fraglich. Es mag ja sein, dass das Fußballfieber nach dem Ausscheiden der Deutschen bei der Weltmeisterschaft ein klein wenig getrübt ist. Auf regionaler Ebene tut das dem Spaß aber keinen Abbruch. An diesem Wochenende finden beim SV Pölling bereits zum 18. Mal die Jugendmasters statt. 67 Mannschaften unterschiedlicher Altersgruppen treffen vom 6. bis zum 8. Juli aufeinander. Und nur weil auf Kleinfeldern gespielt wird, bedeutet das nicht, dass es weniger heiß hergeht. Der SV hat als Gastgeberverein auch ein breites Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Unter anderem mit Partys und einem freien Eintritt für die Aktiven ins Neumarkter Freibad. Und was in den nächsten Tagen sonst noch in Neumarkt und der Region geboten ist, das verraten wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Vom 6. Juli bis zum 8. Juli lädt die Gemeinde Berg zum Bürgerfest ein. Neben Live-Musik und kulinarischen Schmankerln gibt es unter anderem ein Oldtimer-Treffen sowie die Ausstellung Zeitreise – Gemeinde Berg – früher und heute. Los geht's am Freitag um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag findet bereits zum 20. Mal im Hildegard-Heilpflanzengarten im Neumarkter LGS-Park das Hildegard-Fest statt. Los geht's um 11 Uhr mit einer Feldmesse. Ab 13.30 Uhr wird eine Führung angeboten, mit vielen Infos zu Gewürzen und Kräutern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein paar Meter weiter in der LGS-Arena nimmt ab 15 Uhr die Zauberclownin Flo groß und klein mit auf eine Reise ins Wundervolle. Aus dem Nichts erscheinen Tücher, wechseln die Farbe und Karten tauschen ihre Plätze. Der Eintritt ist frei. Und am Sonntagabend gastiert das Quartett Quattro Nuevo im Innenhof des Spitalstadels in Freistadt. Zu hören gibt es unter anderem Arabesken, Balladen, waghalsige Improvisationen und Melodien aus dem alten Italien. Tickets für den Abend mit Klarinette, Harfe, Piano und Akkordeon gibt es bei der Stadtverwaltung Freistadt ab 20 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura mit einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Und wir verabschieden uns jetzt noch mit einigen Bildern von der Freinacht. Am Samstag hatte Freistadt wieder zum abendlichen Shopping eingeladen. In der Innenstadt lockten zudem kulinarische und kulturelle Genüsse. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.